War es eine gezielte Attacke? AfD-Chef Alexander Gauland ist bei einem Badeausflug bestohlen worden. Dem 77-Jährigen wurden laut Bild-Zeitung Korthose, Hemd und Schlüssel entwendet. Die Tat hat sich unweit seiner Wohnung am Heiligen See in Potsdam ereignet. Vom Diebstahl selbst hat Gauland nichts mitbekommen, denn er badete währenddessen im See. Als er wieder ans Ufer kam, erwartete die Polizei den AfD-Chef bereits. Nach Angaben der Bild haben andere Badegäste den Dieb gesehen und versucht, diesen aufzuhalten. Er konnte allerdings entkommen. Anschließend haben sie daraufhin die Polizei gerufen. Ob Gauland wegen seiner politischen Ansichten bestohlen wurde, ist bisher nicht bekannt. Die Polizei jedoch geht laut Bild von einer gezielten Attacke aus.